Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei The Solos Project. Wir geiern irgendwo hier unten rum. Ich bin ja gerade erst runtergestiegen für euch. Mittlerweile habe ich eine Aufnahmepause gemacht und wir finden uns jetzt langsam wieder ein. Gucken wir uns mal um. Hier war das Speichern, das haben wir schon gemacht. Wir lesen hier erstmal wieder ein bisschen. War das nicht das letzte Mal in Deutsch? Die Texte waren das letzte Mal doch in Deutsch. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Okay. Hier wohl nicht. Hier leuchteten zwei von drei. Enlightened of the Center ist Otugi. Enlightened of the Wind ist Marduk. Und Enlightened of the Light and Sound ist Kur. Also man hat drei verschiedene Leute, die wohl als Erleuchtende bezeichnet werden und für verschiedene Elemente stehen. Naja, Luft. Nee, andere Dinge auch noch. Naja, achso, das sind die drei. Das sind die drei. Die drei Erleuchteten. Erleuchtet sind die drei, die dem heiligen Licht der Himmelswesen folgten. Im Gegensatz zu den ketzerischen, ungläubigen Rebellen, die verlassen sind. Also es gibt wohl Rebellen, es gab einen Aufstand gegen die und die Erleuchteten haben hier dann wohl etwas gemacht. So würde ich das interpretieren. Und was haben wir hier mit den Pilzen? Nichts. Okay. Was ist das? Pfeil, der da rein zeigt. Und hier haben wir wieder so ein Stromkabel-Dingens, das hier irgendwie runterführt. Na, ich bin ja mal gespannt, was da passieren wird. Was ist das hier? Wieder ein Lichtkristall, den brauchen wir nicht. Hier ist eine Kiste. Dann öffnen wir die Kiste mal. In der Kiste ist nichts. In der Kiste ist nichts. Ja, super. Was ist das? Instabile Wand, zerbrechlich, benötigt Werkzeug. Also hat hier irgendjemand die Mauer zu... Gemauert, Quatsch. Ne, ihr wisst ja, was ich meine. Wir bräuchten ein stabiles Werkzeug. Wo haben wir denn unser Schwert gelassen? Haben wir das irgendwann mal verloren? Wieso kann ich denn damit jetzt nicht rumschlagen? Also hier kann ich rumschlagen, da nicht. Okay. Benötigt Werkzeug. Ja, vielleicht brauche ich so ein Schwert, oder? Haben wir das denn echt nicht mehr dabei? Und da können wir auch nicht irgendwie dagegen kloppen damit, ne? Ja, super. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal raus und oben irgendwo ein Schwert suchen. Ja, hoffentlich finden wir eins. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Na, damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Aber ich hätte auch schwören können, dass wir eigentlich eines dabei hatten, aber irgendwie... Ja, irgendwie wohl nicht. Wollen wir es mal mit einem scharfen Stein probieren? Na, scharfer Stein bringt auch nichts. Wir werden wahrscheinlich wirklich so das Schwert brauchen. Nun gut, meine Freunde. Dann müssen wir eben nochmal hoch und hoffen, dass es nicht allzu krass kalt ist. Aber die Musik ist verdammt gut. Das muss man echt mal lassen. So. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch gar keinen Plan, wo sich hier noch ein Schwert befindet. Das ist jetzt einfach der Aufnahmepause geschuldet. Alter, ist das heiß. War jetzt da noch ein Schwert drin? Wir können uns hier mal umsehen. Hm.
Nee, da ist Nahrung. Noch irgendwie Gedönse, aber sonst ist da nichts. Ich würde jetzt auch mal die Fackel wegpacken. So, ist das schon viel besser. Dann ab nach oben. Dann gucken wir uns da nochmal an, um. Dort, wo der letzte Schlafplatz quasi war. Vielleicht haben wir dort ein Schwert und dann hoffe ich, dass es einfach mit dem Schwert klappt. Ansonsten stellt sich wirklich die Frage, wie wir da reinkommen sollen. So, genau, hier schön entlang. Dann würde ich sagen, sollten wir mal schnell was trinken. Ja, ja, so ist das. Alles nicht so einfach. Und irgendwie merke ich... Es ist jetzt nicht euer Ernst. Ich werde doch jetzt deshalb nicht etwa verrecken. Natürlich. Bestimmt was. Ja. Ja, super gelaufen, ey. Du hättest überlebt für 6 Tage. Du hast 3 von 118 Geheimnissen entdeckt und 70 von 513 Geschichten gelesen. Der Funkturm war zu 35% vollständig. Du hast 11 von 60 Orten entdeckt. Deine maximale Gesundheit war 650 von 1000. Naja, gut. Und der letzte Speicherpunkt ist vom 16. Juni. Ich verschweige jetzt einfach mal, dass heute der 28. ist. Ja, gut. Also nochmal ab. Den letzten Speicherpunkt und dann machen wir die ganze Chose einfach nochmal. Was ein Mist. Okay, da kommen wir also nicht weiter ohne Werkzeug. Werkzeug haben wir hier nicht. In der blöden Kiste ist nichts drin. Wir können sie ja mal trotzdem öffnen. Hier nichts drin, alles doof. Könnten wir hier irgendwie was reinschießen? Auch nicht. Wir könnten nochmal gucken, was wir denn da haben. Ja, damit kriegen wir es wohl nicht kaputt. So, dann holen wir mal Taschenlampe raus. Oh, das ist ein schöneres Licht. So, wir springen nochmal hoch. Jetzt ist natürlich die große Frage, wird uns draußen wieder alles umbringen? Wird erneut ein Asteroid auf uns herfallen? Man weiß es nicht. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass uns der Himmel nicht auf den Kopf fällt und wir draußen tatsächlich ein Schwert finden. Ich glaube aber auch, dass da irgendwo eins war. Also ich kann mich echt noch erinnern, dass ich da was gesehen hatte. Aber wie gesagt, es ist halt immer so die Problematik, wenn man nicht alles direkt am Stück aufnimmt. Man braucht einfach noch einen kleinen Moment. Hey, du kannst weg. Danke. So. Dann rennen wir einfach nochmal. Und ich hoffe, dass dann das Schwert irgendwie reicht als Werkzeug. Hier haben wir jetzt nichts Werkzeugiges rumliegen, oder? Nee. So, bin gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Was möchte uns denn jetzt töten? Ich würde jetzt echt mal sagen, wir süffeln das Zeug hier. Was mitnehmen? Ist hier sonst noch was? Hier, das ist einfach ein nützliches Werkzeug. Das funktioniert. Ich verstehe es nicht. Ja, Leute, war geil. Ich glaube, wir haben das passende Werkzeug gerade eben gefunden. War wohl so auch beabsichtigt. Wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen trotzdem nochmal hier zurück. Wir werden nochmal was futtern. Und wir könnten uns hier echt nochmal umgucken, ob wir da schon drin waren. Und ob wir da nicht doch noch irgendwie reinkommen, wenn wir uns da reinschießen. Ja, da waren wir definitiv schon mal drin. Was war das nochmal? Schwamm, der Wasser absorbiert, brauchen wir jetzt aktuell nicht. Ansonsten ist hier nicht mehr viel. Hier war doch irgendwo das Ding mit der unendlichen Nahrung und Wasser und... Achso, das haben wir ja schon genutzt. Was ist das hier? Waren wir da auch schon? Alte Töpfereien. Töpferei waren. Okay, super Sache. Bringt uns viel. Dann gehen wir mal hier hin. Denn da war definitiv Futter und Zeug. Und dann würde ich sagen, essen wir jetzt nochmal was rein. So, das Problem ist auf alle Fälle schon mal gelöst. Jetzt müssen wir mal gucken. Können wir nicht trotzdem noch irgendwas fallen lassen?
Brauchen wir noch was? Scharfenstein würde ich gerne behalten. Eigentlich haben wir alles dabei, was wir brauchen. Jetzt sollten wir vielleicht noch ein Schlückchen trinken. Und wir das da auffüllen. Oh. Ist das jetzt nur noch eine Wasserflasche oder sind das jetzt zwei? Sehr große Frage, wir werden es feststellen. Wir nehmen dann einfach mal die hier mit. Gut, offensichtlich haben wir die eine hier drin versenkt. Das Schwert nehmen wir jetzt sicherheitshalber auch nochmal mit, vielleicht brauchen wir es. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Und hoffen, dass uns der Himmel nicht auf den Kopf fällt. Das ist ja wie bei den Galliern. Dass man immer Angst haben muss, dass einen irgendwas erschlägt. Nicht schon wieder. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass das ein sterbender Planet einfach ist oder war. Und die Aliens den halt kurzfristig bewahrt haben. Vom Sterben. Und dann ist hier irgendwas Schlimmes passiert. Vielleicht haben sich dann sämtliche Besucher oder so, oder die Ureinwohner dann gegenseitig umgebracht. Könnte ich mir gut vorstellen. So, wir werden unten einfach nochmal einen ganz kurzen Moment schlafen gehen. Und dann können wir uns tatsächlich eine Erkundung machen. Genau. Ach so. Ja, geh runter. Wir sollten vielleicht tatsächlich was anderes rausholen. Fackel. Also im Moment scheint es uns echt gut zu gehen. Wir sind super, super fit. Dann würde ich jetzt einfach nochmal so 2 Stunden schlafen. Oh Mann, wir hätten uns jederzeit zurückbeamen können, oder? Wartet mal. Are you fucking kidding me? Das müssen wir uns merken. Das müssen wir uns merken. Das ist eine super kluge Sache. Boah, so hätten wir Sachen auch erkunden können und... Oh Mann, ey, so langsam lernt man das dann erst. Gut, wir schlafen jetzt einfach erstmal so 3 Stunden. Ich denke, das reicht. Und das ist schön, dass wir das im Stehen können. Ich könnte auch gerne im Stehen schlafen. Ich könnte? Nein, ich würde. Ich würde, aber ich kann es ja nicht. So, Freunde der Sonne. Wir packen jetzt den Hammer aus. Aha, Hammer. Und dann kloppen wir da ein bisschen drauf rum. Müssen wir das jetzt echt komplett kaputt machen? Wird er dadurch abgenutzt und kaputt? Keine Ahnung. Vielleicht. Reicht uns das nicht eigentlich schon? Nein, es reicht uns offensichtlich nicht. Wir müssen hier noch mehr kaputt machen. Das gefällt mir nicht. Wenn da irgendwo Leichen rumliegen, finde ich das nicht sonderlich geil. Halt, will ich doch mitnehmen. Anmachen wollte ich nicht. Das gefällt mir echt nicht. Leichen sind nicht gut. Leichen sind nie gut. Irgendwie creepy. So, was haben wir denn hier noch? Das ist bestimmt so eine fiese Opferkammer. Und dann kommt gleich das Alien und wird uns töten. Irgendwas stimmt hier auf alle Fälle nicht. Da haben wir so ein Ding hier. Das ist ein... Wir trinken erstmal was. Das ist eine super Idee. So. Hier geht's nicht weiter, weil gefroren. Aus unerfindlichen Gründen. Und hier geht der Schlauch durch. Und das war ursprünglich nicht so geplant.
Naja, sehr interessant. Gut, wir gucken uns das ganze Zeug hier jetzt mal an. Höhende Schwingungen. Ich, Utuku, sah den großen Adasum rittlings auf dem Land stehen, als wäre es ein Pferd. Er sprach zum Wind und der Wind sprach zurück. Er versetzte die Berge. Okay. Wenn du meinst. Moment des Lichts. Ich, Utuku, sah Adasum, wie er den Blitz in seine Handflächen nahm. Ein Fluss von Energie ergoss sich aus seinen Fingern und flutete über das Land. Also es sind wohl die Beschreibung von technischen Sachen, die diese Ankömmlinge, die Aliens hier wohl geleistet haben und die sie nicht wirklich beschreiben konnten. Und es deshalb als etwas Mystisches gesehen haben. Der fällt auf. Der Stein, naja gut. Wir gehen mal weiter. Verlasse Gebiet. 2 Turmteile und 12 Geheimnisse entdeckt übrig. Ich werde den Turm wahrscheinlich nie fertig kriegen, oder? Ich habe keine Ahnung, wir machen jetzt trotzdem einfach mal weiter. Dann habe ich eben ein paar Geheimnisse übersehen. Wir müssen das nächste Mal ein bisschen aufmerksamer sein. Und vor allem den Teleporter besser einsetzen. Das ist jetzt ein bisschen unheimlich. Wir speichern hier sicherheitshalber mal. Gang der Dunkelheit. Ein Meilenstein. 1 von 3. Gang der Dunkelheit. So, wir könnten gucken, haben wir eigentlich eine leere Flasche, dann werden wir die hier mal auffüllen. Und dann würde ich auch sagen, dass wir noch ein bisschen was trinken. Und nachdem es hier so kalt ist, holen wir lieber mal die Fackel raus. Denn dann wird uns wieder ein bisschen warm. Genau. Das? Worship-Tabulate. 3 Artefakte. Einmal Relikt des Tages, ein Relikt der Nacht, ein Relikt der Nahrung, Relikt des Wassers und 2 Relikte des Lebens. Wie, die sind hier irgendwo? Na, mal gucken, ob wir die finden werden. Nicht gut. Der Planet ist bestimmt auch kaputt gehen. Ich denke, die entziehen hier bestimmt irgendwas aus dem Erdinneren, also Energie aus dem Erdinneren oder so. Und das sorgt dann hier für diese ganzen seismische Problematik. Okay, da ist nichts. Irgendwie auch nichts, oder? Die sieht zumindest nicht danach aus. Wir werden uns trotzdem einfach mal hochschießen, weil wir es können. Das Geräusch gefällt mir nicht. Nee, da ist nichts. Da ist nichts. Nun gut. Ich meine, ich wollte es wenigstens mal probieren. Hätte es sein können, dass da irgendwas ist. Ein Eingang oder so. Ein Versteck. Ein Geheimnis. Das gefällt mir nicht.
Wieso sind da diese Dinge rausgebrochen? Oh Gott, wenn es hier irgendwann mal riesig dieses Alien gibt, das wäre echt mies. Weiterschieben oder was? Nee, da ist ein Ende. Wartet mal. Schieben wir es noch bis zum Ende? Ja gut, dann geht tatsächlich nichts. Schade. So, hier haben wir wieder eine Steintruhe. Dann machen wir die doch auch gleich mal auf. Diese Steintruhe ist leer, okay. Und dann die nächste. Nehmen wir doch noch so einen Stärkungspack mit. Und wie es jetzt weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und ciao.